Ich habe mich jetzt auf den Weg zur Hertha-Geschäftsstelle gemacht. Ich muss mal nachhaken bei der Quote bei Hertha gegen Dortmund. Ich finde, im Halbfinale haben wir eine viel zu hohe Quote. Und ich muss mal gucken, was die Hertha-Verantwortlichen dazu sagen. Meiner Meinung nach kann das nur nicht gehen. Ja, Herr Preetz, nach dem Halbfinaleinzug in Heidenheim hatten die Spieler die T-Shirts mit dem Slogan "Der Nächste bitte". Das Selbstvertrauen stimmt schon mal. Wie sehr glauben Sie selber an den Pokaleinzug, an Pokalfinaleinzug jetzt? Naja, es gibt nur noch ein Spiel. Und mit Blick auf unsere Pokalhistorie, glaube ich, haben wir allen Grund, uns ein bisschen selber auf die Schippe zu nehmen. Das hat uns bis in dieses Halbfinale geführt. Jetzt wollen wir es auch gewinnen, das ist keine Frage. Es kommt ein großartiger Gegner, aber es gibt nur ein Ziel. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam auch mit allen Fans in dieser Stadt, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Mhm. Das Umfeld, inklusive Ihr Hauptsponsor Bertelsmann, sieht die Borussia als klaren Favoriten. Die Quoten auf Borussia bei einem 10er Einsatz kommen auf 15 Euro Gewinn. Bei Hertha sind es gleich 50 Euro. Wie erklären Sie sich diese krassen Unterschiede? Ja, wahrscheinlich müssen wir uns doch mit unserem Sponsor noch mal ins Benehmen setzen und fragen, wie so eine Quote zusammenkommt. Man könnte auch sagen, auf der anderen Seite ist es Ansporn für die Fans, den Zehner auf Hertha zu setzen und ein großes Geschäft zu machen. Wir wollen in jedem Fall an diesem Spieltag zeigen, dass diese Voreinstufung nicht ganz richtig ist. Kommen wir nun zu den Fakten. Also die letzten 15 Heimspiele im Durchschnitt betrachtet holte Hertha 2,13 Punkte, der BVB in den letzten 15 Auswärtsspielen nur 2,0. Dazu ist der BVB Zweiter, Hertha Dritter. Eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, oder? Ja, man könnte auch sagen, wenn man diese Zahlen so hört und diese Daten hört, dass Bet at Home sich doch nochmal überlegen müsste, die Quote ein bisschen anzupassen. Es ist anders als Liga. Es ist ein Spiel, es ist ein K.O.-Wettbewerb. Wir haben 90 Minuten, vielleicht 120 Minuten, vielleicht das Elfmeterschießen. In jedem Fall wollen wir zeigen, dass wir uns in diesem einen Spiel einmal durchsetzen können. Es wäre der erste Sieg gegen den BVB in dieser Saison, aber wir haben im letzten Jahr zum Beispiel schon mal gezeigt, dass wir sie zu Hause schlagen können. Jetzt die unerlässliche Abschlussfrage durch die Aktion des Hauptsponsors mit 10er auf Hertha. Wenn Sie den 10er frei hätten, auf wen würden Sie den setzen? Also eins ist klar, ich halte es mit, glaube ich, allen Berlinern, mit allen, die an diesem Mittwochabend eine unvergessliche Stimmung in dieses Olympiastadion bringen würden. Es kann nur einen Sieger an diesem Abend geben und der muss blau-weiß sein. Und wenn ich den 10er setzen würde, dann würde ich allen raten, setzt ihn auf Hertha BSC.